Die Intensivstation eines Krankenhauses in der Nähe von München. Einrichtungen wie diese haben schon jetzt alle Hände voll zu tun mit der Vielzahl an Corona-Patienten. Doch mit der Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus könnten noch zahlreiche weitere Erkrankte auf die Stationen zukommen, befürchtet die Deutsche Krankenhausgesellschaft. Ihr Vorstandsvorsitzender Gerald Gass vermutet in der Rheinischen Post außerdem, dass bald viele Mitarbeiter ausfallen könnten, weil sie sich mit der Omikron-Variante infizieren. Gilt diese doch als weitaus ansteckender als alle bisherigen Varianten. Eine solche Lage gibt es bereits in Großbritannien und Dänemark. Vor dem Bund-Länder-Gespräch zur Corona-Lage am Dienstag gibt es deshalb immer mehr Stimmen, die für neue Einschränkungen plädieren, vor allem aus den Reihen der Union. So fordert NRW-Ministerpräsident Henrik Wüst weitere Kontaktbeschränkungen auch für Geimpfte. Auch der grüne Vizekanzler Robert Habeck rechnet mit neuen Maßnahmen im Januar. Einschränkungen auch für Geimpfte in Innenräumen seien wohl unvermeidbar, sagte Habeck dem Deutschlandfunk. Ziel sei, Schulen und Betriebe nicht erneut zu schließen. Der Corona-Expertenrat der Bundesregierung forderte in einem am Sonntag veröffentlichten Papier die rasche Einführung weiterer Kontaktbeschränkungen. Die Omikron-Variante ist ersten Erkenntnissen zufolge besonders infektiös. Ihre Ausbreitung ist laut Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach nicht mehr aufzuhalten. Ob und wann die vierte Impfung notwendig ist.